dass ihr uns Domstürmer damals hier eingeladen habt, dass wir das legendäre Spiel gegen euch bestreiten durften. Wir waren fast gut. Und als wir dann gemütlich bei Bratwürstchen und Burger saßen, hatten wir nichts Besseres zu tun, als den nächsten Spruch rauszuhauen. Ja, dann haben wir ein bisschen rumgejampt und irgendwie kam der Gedanke auf, man könnte ja mal sowas wie eine kleine Runde machen. Und tatsächlich nahmt ihr mich dann beim Wort und dann haben wir uns bei uns in Köln-Rotkirchen im Studio getroffen. Und ich glaube, das war ein sehr unterhaltsamer Nachmittag, den wir da gemeinsam erlebt haben. Die Haribo-Dose war danach leer. Ihr wart alle hervorragend bei Stimme. Und ja, ihr habt den Song mittlerweile gehört. Wir haben euch den auch noch als Karaoke-Version geschickt, der ihr immer mal auch ohne mein Gejaule singen könnt. Und ich darf das mal gerade so obligatorisch hier überreichen. Das ist also der Song gerahmt, aber den gibt es natürlich auch mit Ton. Liebe Grüße von allen Domstürmern. Ich darf das einmal rübergeben. Und für gewöhnlich habe ich ja dann immer so die Band um mich rum und kann dann machen, was ich will. Diesmal ist dann anders, die Band, die kommt vom Band und ihr seid der geilste Chor der Welt. Und ihr da hinten, ihr kennt den Schlachtruf, Vermin's Go. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Also, lass mal nicht schwade, lass mal Musik machen, hau raus. Und du trinkst das, ne? Das ist gut. Geschickt bekomme, hier zu der Karaoke-Aufnahme singt, weil ich muss noch ein ganz großes Kompliment loswerden. Ich habe niemals zuvor Sportler gesehen, die so gut klatschen können. Sportlerinnen und Sportler, ja. Dankeschön. Super gemacht. Ja, das war unsere neue Hymne.